Herzlich willkommen bei der digitalen Kochshow der Offerta 2020. Ich freue mich heute sehr, dass Marcel Katzer es zu uns geschafft hat vom Garbo im Löwen in Eggenstein. Hallo ihr Lieben. Die Zutaten, die du heute dabei hast, sehen nicht so aus, als würdest du viel kochen. Es sieht eher nach einer Nachspeise aus. Jawohl, wir machen was Süßes. Und zwar unter der Rubrik schneller Teller, obwohl es kein Teller ist, sondern ein Tumbler, ein Glas. Und ich habe mir überlegt, was kann man daheim schnell mal einfach machen, was auch wirklich lecker ist. Ich liebe Mango, ich liebe Kokos. Ich glaube, das ist auch was, was viele Leute gerne mögen. Und aus dem Grund machen wir einfach ein Glas, wo wir unten ein bisschen ein Crumble reinmachen, was Crunchiges mit einem Biskuit oder mit einem Kuchen oder irgendwas, was man daheim rumfliegen hat, und der ganze dann mit Kokos, Mango und ein bisschen Batida mariniert. Dann kommt ein Mangosalat oben drauf und wir machen einfach einen Schaum, also eine Art Mousse, ohne jetzt groß was zu kochen und was auf die Beine zu stellen. Klar braucht man da das ein oder andere Gerät, das erkläre ich gleich, und dann ist es quasi alles relativ easy vorzubereiten, im Glas anzurichten, im Kühlschrank zu stellen und wenn die Gäste da sind, einfach auf den Tisch zu stellen. Ja. Das ist also die Idee hinter meinem Dessert heute. Ja? Gut. Und ich habe mich heute für als Teigkomponente für Löffelbiskuits. Man kann auch Leibniz-Butterkekse nehmen oder man kann einfach irgendwie was nehmen. Einen alten Biskuit oder wenn man irgendeinen trockenen Hefe, Milchbrötchen noch hat. Das sind alles Sachen, die wir da jetzt quasi als Alternative nehmen können. Und wir gehen daher, machen das auf. Kennt man ja auch von Tiramisu ein bisschen. Ja? Man bricht die einfach so ein bisschen zusammen. So, wir machen mal 6 Gläschen, weil hier arbeiten ja auch ein paar im Hintergrund. Es ist ja nicht nur so, dass nur 2 Leute zu sehen sind. Das gehört ja immer noch ein bisschen mehr dazu. Und die sollen ja auch ein bisschen genießen dürfen. Wenn schon nicht die Gäste genießen dürfen in diesem extravaganten Hygienejahr 2020, Corona, muss man halt ein bisschen kreativ sein. Ne? Mhm. So. Die haben ja jetzt einen Crunch, die werden auch jetzt nicht so durchweichen, weil wir das ja relativ schnell essen. Deswegen mache ich die ein bisschen kleiner und dann gehen wir her, tun die gleich ein bisschen marinieren mit ein bisschen Mangopüree. Man kann auch Mango einfach mixen, wenn man die Zeit hat. Wir haben die Zeit heute nicht, einfach mit ein bisschen O-Saft und die frische Mango, die weiche. Dann haben wir Kokosmilch, nehme ich immer gerne im Tetrapack. Weil wenn man eine Dose nicht ganz braucht, dann steht daheim irgendwie die Dose. Das ist auch immer ein bisschen unsexy. Dann machen wir ein bisschen Läuterzucker. Läuterzucker ist eigentlich auch was, man könnte jetzt einfach auch normalen Zucker drüber streuen. Wir in der Profiküche haben immer Läuterzucker da. Läuterzucker ist immer Wasser und Zucker zum Verhältnis 1:1. Also zum Beispiel 1 Kilo Wasser, 1 Liter Wasser, 1 Kilo Zucker kocht man einmal auf. Und kann man immer verwenden, wir nehmen es, um Eis zu machen oder einfach um Salat, Fruchtsalate zu marinieren oder einfach jetzt wie solche Sachen ein bisschen Süße zu verleihen. Und dann saugt sich ja der Biskuit ein bisschen voll. Wir machen ein bisschen Limettenabrieb dran, einfach, dass da so ein bisschen Frische noch mit reinkommt, weil was wenigen wissen ist, dass wenn man mit frischem Obst arbeitet, gerade jetzt auch mit der Mango, ist es immer sinnvoll, ein bisschen frischen Limettensaft drüber zu träufeln, weil dann nochmal ein ganz anderes Aroma die Frucht freilässt durch die Säure, öffnen sich da die Poren und dann wird dann natürlich eine Frucht, die vielleicht noch nicht perfekt reif ist auch, doch dazu gezwungen, das Aroma rauszulassen. Deswegen werden wir nachher von da im Abrieb den Saft auch nehmen, um die Mango quasi zu marinieren. Wir haben jetzt einfach hier, wie gesagt, ein bisschen diesen Crumble gemacht. Den tun wir jetzt so ein bisschen vollsaugen lassen. Wir machen dann so, dass wir das gleich gut anrichten können. Und der Löffelbiskuit eignet sich sehr gut dazu, weil er einfach ein trockener Charakter hat. Der saugt sich jetzt so ein bisschen von außen voll. Und wenn man es nachher isst, wird es trotzdem so ein bisschen crunchen. Ja? Und das ist wieder sowas, was in meiner Küche ganz, ganz wichtig ist, dass man immer Cremigkeit, Crunch hat, Frucht, Säure. Das sind immer so die Komponenten, auf die ich Wert lege, weil ich immer sage, das löst im Mund am Schluss irgendwelche Dinge aus, Emotionen. Ja, ob es jetzt einfach nur das Zusammenziehen ist oder die Süße, die Cremigkeit oder dann auch Erinnerungen auslöst. Und das ist einfach sowas, was ich sage, was ich immer mit gutem Essen verbinde. Ja.
Was sind denn so die Schwerpunkte generell in deiner Küche? Das schmeckt, das Spaß macht und dass die Qualität stimmt. Also ich gucke sehr auf die Produktqualität und ich gucke sehr, wo kommen meine Produkte her. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, Fleisch bin ich und Fisch bin ich mittlerweile tatsächlich so, dass ich das sehr, sehr bewusst einkaufe, weil ich einfach meinen Gästen gegenüber da auch einen gewissen Vertrauensstandpunkt habe. Ja. Und wenn die Leute zu mir kommen und 30 Euro für einen Hauptgang ausgeben in der Regel, ja, dann erwarten die dann halt auch das Beste, was ich dann auch einkaufen kann. Ja. Und ich finde, das ist ganz wichtig, da sollte sich jeder darüber Gedanken machen, dass man am Ende des Tages sich selbst vielleicht lieber ein bisschen weniger Fleisch oder Fisch oder schlechtes Material gönnt, aber dafür halt lieber hochwertiges und gutes. Ja. Es gibt tolle Alternativen zu vegetarisch und so weiter, dass man auch nur ein- oder zweimal die Woche, aber dafür was Gescheites an Fleisch essen könnte. Ja. Oder in die Restaurants geht, wo man vertraut. Aber Fleisch und Fisch ist nicht unser Thema heute. Nein. Sondern die Nachspeise. Und hier haben wir eine Mango. Eine Flugmango. Das heißt, die ist relativ lang am Baum gelassen worden und erst dann ins Flugzeug gepackt worden, wenn sie eigentlich reif ist. Das ist halt aber auch immer so eine schwierige Geschichte, da dann einen richtigen Reifepunkt zu finden. Das geht einem auch so. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden damit. Aber wir machen jetzt das Beste draus. Für die Optik gehen wir her, schneiden jetzt hier einfach was so ein bisschen rum. Dann schneiden wir auch das, was jetzt nicht so schön ist, einfach auch gleich mal weg. Das müsste man jetzt daheim nicht machen. Das ist jetzt wieder so eine kleine Kochspielerei, die ich jetzt mache. Weil wenn man jetzt dann hier runterschneidet, sieht man, dass man ein richtig schönes Schnittbild hat. Die Abschnitte gehen wir jetzt einfach her, schneiden die mal ganz, ganz grob ein bisschen klein. Machen wir jetzt auch gleich, was ich gesagt habe, mit der Limette. Und dann machen wir die als Salat hier oben drauf. Seht, auch wenn man jetzt für die Schönheit was wegschneidet, tun wir es nicht wegschmeißen, sondern wir verarbeiten immer alles. Das ist das, was ich mittlerweile bei mir in der Küche auch gelernt habe. Wir machen zum Beispiel auch, wenn wir jetzt ein Juwelinschwein einkaufen, kaufen wir das ganze Tier ein und es gibt dann halt auf dem Teller ziemlich viele Teile. Es gibt ein Stück Keule, es gibt ein Stück von der Schulter, es gibt ein Stück vom Bauch, auch ein Stück vom Nacken. Und die kann man alles super zubereiten und das finden die Gäste mittlerweile auch relativ spannend. Einfach mal auch die Unterschiede zwischen den Teilen zu schmecken. Und so muss man weniger wegschmeißen. Ja. So, wir haben jetzt hier Mangosalat. Den machen wir jetzt einfach auch wieder mit ein bisschen Limettensaft. Das habe ich vorhin schon erklärt. Einfach ein bisschen frische Limetten drüber träufeln. Das ist übrigens ein schöner Trick, um den Saft schön, ohne dass er in alle Richtungen spritzt, zum Produkt kommen zu lassen. Wir machen ruhig ein bisschen mehr dran. Da darf ruhig ein bisschen Säurespiel entstehen. Da machen wir jetzt ein ganz kleines bisschen Mangopüree noch dazu und eine ganz kleine Prise Zucker. So, bevor wir das jetzt machen, schneiden wir hier jetzt solche Scheiben. So ein bisschen hier an den Glasrand kleben. Sieht es nachher ganz witzig aus, wenn wir den weißen Schaum reinmachen. Wenn Sie Lust haben, den Nachtisch selber zu Hause nachzukochen, sei es für Freunde, für Familie oder für Gäste, dann nehmen Sie einfach ein Genussheft mit, da sind alle Rezepte drin. Oder Sie schauen auf der Offerta-Webseite vorbei, da sind auch alle Rezepte nochmal ausgestellt für Sie, zum Ausdrucken, für zu Hause, zum Nachmachen. Oder aber Sie gehen einfach im Restaurant vorbei, essen gut und dann den Nachtisch noch mit dazu. So, ich bin jetzt gleich so weit, dass man den nächsten Step machen kann. So, ich habe jetzt einfach die Deko ein bisschen Mangoscheiben drumherum gemacht. Jetzt machen wir hier den Mangosalat noch in die Mitte als Fruchtkomponente. So, schön alles aufstellen.
So, jetzt machen wir unseren Kokosmus. Kurz hier hinlaufen. Hierzu gehen wir her, machen ein bisschen Kokosmilch. In dem Fall machen wir so ein bisschen mehr. Knappe 450 Milliliter. Machen einen ordentlichen Schuss von dem Läuterzucker dazu. Ganz kleines bisschen Mango. Nicht zu viel, es braucht nicht gelb werden. Soll nur so ein bisschen in die Richtung gehen. Ein bisschen Alkohol. Wenn man Kinder hat, lassen wir einfach den Alkohol weg. Das ist überhaupt kein Problem. Dann nochmal ein paar Spritzer Limettensaft. Wenn ich jetzt jetzt nehme ich natürlich was Fieses, was man jetzt zu Hause hat. Und zwar ein Pro-Espumer, das ist ein Eiweiß-Lecithin-Pulver. Man kann das jetzt einmal auch aufkochen zu Hause. Und einfach auf die Menge, das so steht es dann auch im Rezept, zwei Blatt Gelatine reinrühren. Ja. Einfach dann durchmixen mit dem Zauberstab und dann in den Siphon packen. Weil wir halt einfach eine schnelle Geschichte machen, nämlich dieses Eiweiß-Lecithin-Pulver. Und das ist quasi dafür da, damit die Bindung kommt. Wollen wir mal jetzt kurz ein bisschen locker machen. Das verklumpt manchmal ganz gern. Also wie gesagt, klar, das ist jetzt nichts für daheim in der Küche, aber die Alternative ist einfach, dass man es vorher aufkocht, um den Kühlschrank stellt und wenn es kalt ist, einmal durchmixt. Mhm. Wir werden das jetzt einfach mal mixen und gucken, wie die Konsistenz wird. Bisschen Vanille machen wir noch dazu. Machst du das gerade mal auf, bitte? Dazu. So, jetzt ist unsere Grundmasse. Die ist jetzt schön cremig, also so wird es auch aussehen, wenn man es mit der Gelatine dann mischen wird. Jetzt haben wir so einen Siphon hier. Das ist mittlerweile, haben viele das auch schon zu Hause, oder man kennt es noch früher von dieser, von der Sahne. Ne? Mhm. Die Oma hat das meistens gehabt, so einen Sahnebehälter. Das kann man theoretisch, kann man sagen, Oma, hast du so ein Gerät, gib mir das mal. Kann man genauso benutzen, wenn nicht, gibt es die in allen Größen auch schon zu kaufen. Ist also eine ganz coole Anschaffung, weil man echt viel mitmachen kann. Und wenn ihr jetzt seht, wir haben ja jetzt relativ wenig Fett hier drin, ja. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil man da auch sehr leichte Desserts mitmachen kann. Man füllt das Teil hier rein, dreht den Kopf auf, packt zwei CO2-Siphonpatronen dran und dann haben wir es auch schon geschafft. Was passiert da jetzt? CO2 wird reingedrückt. Ist natürlich auch noch kalt. Das wird also nochmal die Kühle. Der CO2 tut das Ganze runterkühlen. Und durch den Druck, der entsteht, wird es natürlich dann zu einer schönen cremigen Masse. Mhm. Ein bisschen schütteln. Pro
Probe machen. Jawohl. Probieren. Auch probieren. So. Ja, eine Sache habe ich vergessen. Schokopäck. Sehr lecker. So. Jetzt gehen wir ans Anrichten, dann haben wir es schon. Den Schaum kann man auch, wenn man den jetzt daheim gemacht hat, problemlos in dieser Flasche lassen. 3-4 Tage. Die Kinder werden es freuen, wenn man jeden Tag ihnen was Süßes geben kann und es auch noch gesund ist. Man kann zum Würzen auch zum Beispiel, man müsste gar keinen weißen Industriezucker reinmachen. Man könnte auch einfach ein bisschen Honig dran machen oder man lässt einfach den Zucker komplett weg. Ja, ist natürlich da keinerlei Grenzen geschaffen. Wir machen jetzt bei uns noch ein paar weiße Valrhona-Perlen obendrauf, mit ein bisschen Crunch-Charakter, dann hat man noch ein bisschen Schoko. Und fertig ist eigentlich ein schönes, frisches, leckeres, modernes Dessert, das einfach gut vorzubereiten ist, am Ende auch schick aussieht und bestimmt viel Spaß macht. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du auch für uns mal ein Dessert gemacht hast. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Und ich freue mich darauf, Sie nächstes Jahr wieder auf der Offerte begrüßen zu dürfen und dich hoffentlich auch live auf der Bühne. Sehr gerne. Dann wieder mit was Deftigem zu essen. Jawohl. Mit dem wir dann euch wieder verköstigen dürfen. Ich sage auch vielen Dank und geht in die Restaurants, besucht alle Restaurants, gerade zur Weihnachtszeit. Geht dahin, wo ihr euch wohlfühlt. Vielen Dank.